Dann brauchen wir noch einen extrem nützlichen Satz. Und zwar seien A, B aus Z und M aus M, M aus N, so, ne? Ist immer dieselbe Voraussetzung hier in unserem Fall. Dann gilt, A ist kongruent zu B modulo M, genau dann, wenn beide Restklasse identisch sind. So. Das klingt jetzt fast trivial, sodass man sagt, es ist doch logisch, gell? Aber ja, man muss es schon beweisen in der Mathematik, gell? Also, wenn zwei Zahlen kongruent sind modulo m, dann sind auch die Restklasse gleich und umgedreht. So, jetzt Frage an Sie. Wie können wir das beweisen? Ja. Wir wissen ja, dass jede Restklasse die Eigenschaft hat, die kongruent a mod m. Können wir von der rechten Seite her angehen, hier reinschreiben? Nochmal? Was meinen Sie? Für die rechte Seite. Ja. Dann könnten wir die Eigenschaft hinschreiben. X ist auch. Okay. Okay, Sie wollen hier schon gleich ersetzen. Genau. Jetzt, aber erstmal die Frage: eine Beweisstrategie. Wie wollen wir jetzt das beweisen, was hier steht? Ja? Ja? Okay, machen wir erst die eine Richtung, dann die andere Richtung. Ja? Alles klar. Ist eine Äquivalenz, ne? Und jetzt machen wir mal die eine Richtung hier. So, okay. Das heißt, wenn wir jetzt nach rechts beweisen, dann können wir davon ausgehen, dass A kongruent B modulo M ist. Und wir müssen zeigen, dass die Restklasse gleich sind. So, also wir können davon ausgehen und müssen das hier zeigen. Ne? So. Wie zeigt man, dass zwei Mengen identisch sind? Das sind ja zwei Mengen hier, ne? Wie zeigt man, dass die identisch sind? Sie nehmen irgendein Element, woraus? Also Sie sagen, irgendein Element nehme und gucke, ob es in beide drin ist. Und wenn das für... Okay, wo nehmen Sie es denn raus? Oder was meinen Sie mit, ist es genau in beide drin? Wo nehme ich es raus? Ja? Wenn man, wenn man die beiden Mengen schneidet und dann zeigt, dass alle Elemente aus der Schnittmenge sowohl in A als auch in B drin sind. Wenn man die Menge schneidet und dass man dann zeigt, dass alle Elemente in der Schnittmenge auch in A und in B drin sind. Das ist immer bei Schnittmenge so. Alle Elemente in der Schnittmenge sind auch in A und in B drin. Oder meinen Sie was anderes? Bitte? Okay. Ja? Wenn wir beweisen, dass x-Element von der Teilmenge von der einen Seite ist und wenn man sagt, dass in A was drin ist, in X Teilmenge von A Teilmenge zu B ist und die X Element von der Teilmenge B Teilmenge zu A ist, dann hat man wieder das Mengenkreis. Ich weiß, was Sie meinen, aber das X Element von der Teilmenge von A ist, von welcher Teilmenge denn? Ja, eben. Das sind keine Mengen. Mhm. Doch, Hammer. Also, ja? Nein, das A-Teilmenge von B ist und B-Teilmenge von A. Genau. So, pass auf. Das heißt, wir zeigen jetzt Folgendes, dass die eine Menge Teilmenge ist, also das A-Teilmenge ist von B und
B Teilmenge von A. Wenn das der Fall ist, wenn A Teilmenge von B ist und wenn B Teilmenge von A ist, dann müsse beide Mengen gleich sein. Ne? So. Und ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das ist identisch, oder das ist jetzt praktisch äquivalent zu, wir zeichnen für alle Elemente, und ich glaube, das meinte sie auch, für alle Elemente x aus A, dass sie auch in B drin sind, und dann zeichnen wir noch, dass alle Elemente aus B auch in A drin sind, und damit haben wir genau das gezeigt. Ne? Also A ist Teilmenge von B, genau dann, wenn für alle Elemente aus A gilt, dass sie auch in B drin sind. Und das gilt, ne, wenn alle Elemente aus B auch in A drin sind. So, also wir müssen jetzt diese Konjunktion hier zeigen und die gilt, wenn jeder Teil hier gilt. Also machen wir erstmal den ersten Teil. Zeige, A ist Teilmenge von B. So. Sei x Element A. Fest, aber beliebig. So. Wie könnten so feste Scheiße, fest aber beliebig? Fest aber wurscht, oder? Fest aber wurscht. Fest aber wurscht. Okay. Also nehmen wir mal x aus A, fest aber wurscht. Ja? Und dann, jetzt müssen wir noch zeigen, dass das x auch in B drin ist. Okay. Was gilt dann, wenn x in A ist? Was gilt denn dann? Ja? Genau, woher wissen Sie das? Genau, das weiß man von der Definition. Dann ist x kongruent a modulo m. So, wie machen wir weiter? Was müssen wir jetzt zeigen? Letztlich, wo müssen wir hin? Man wollte zeigen, dass x auch in b drin ist. Was bedeutet? Was bedeutet das, wenn x in B drin ist? Ja, wenn x in B drin ist, dann muss ebenfalls x kongruent zu B sein. Genau, wir müssen jetzt zeigen, dass x kongruent zu B ist. Ne? Wie kommen wir da hin? Wer sieht's? Ja? Mit dem da oben? Was verwenden Sie denn da? Also, ich wiederhole es nochmal. Sie wissen, x kongruent a mod m und a kongruent b mod m, dann ist auch x kongruent b mod m. Was haben wir denn da verwendet? Die Transitivität der Äquivalenzrelation Kongruenz. Ne? Kongruenz ist eine Äquivalenzrelation, ist transitiv, also haben Sie die Transitivität verwendet. Genau. Außerdem A kongruent B mod M. Das war die Voraussetzung hier, ne? Davon können wir ausgehen. Daraus folgt mit Transitivität, dass auch X kongruent B mod M ist. Mit Transitivität von, schreib's mal so, und daraus folgt, x ist enthalten in der Kongruenzklasse von B. Okay, ich fahre das mal noch oben hier, dann können wir. Jetzt machen wir die andere Richtung. Jetzt ist x enthalten in B. Oh. Also, oh, was habe ich denn da geschrieben? Da hat niemand was gesagt, Mensch. Kann ich doch nicht schreiben hier.
So. Jetzt fangen wir machen wir die andere Richtung. Also jetzt, was heißt die andere Richtung? Jetzt machen wir den zweiten Teil der Konjunktion. Ja, dass B auch enthalten, B ist Teilmenge von A. Also die Restklasse von B ist Teilmenge der Restklasse von A. Und jetzt haben wir hier also X aus B. Und jetzt müssen wir zeigen, dass X aus A ist. So, wie fangen wir an? Wie machen wir weiter? Ja? Ja? Könnten Sie es vielleicht auf Bayerisch sagen? Ja, ah, super. Also, bitte? Wenn Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, das wird okay. Also, in der Fall schauen wir, nehmen wir X aus dem entsprechenden Element aus B, sei dann eben genauso wurscht. Ah, X Element B fest aber wurscht, ja? Alles klar. Ja? Was machen wir dann? Ja, dann ist dann eigentlich X konkurrent zu B modulo M. Dann ist X konkurrent zu B modulo M, genau. Aus dem gleichen, was wir da geschrieben haben, ist dann, dass A konkurrent zu B modulo M ist. Außerdem. A kongruent B modulo M, das ist die Voraussetzung von dem ganzen Kram, gell? Alles klar? Und deswegen? Ja? Ja, X kongruent zu A modulo M mit Transitivität von Q. Geht das? Ist es hier die Transitivität? X kongruent B und A kongruent B, dann ist auch X kongruent A? Ja, fast, ja? Man muss im ersten nach B und A umfinden, dann können wir auch sagen, dürfen wir das? Dürfen wir das? Ja, also es ist mir gerade ordentlich. Ja, was ist es? Es ist ja eine Äquivalenzrelation. Symmetrie. Ja. Kongruenz ist eine Äquivalenzrelation, das heißt, die ist symmetrisch. Ja? Das heißt, dann gilt auch das Umgedrehte hier. Ich kürze jetzt mal hier ab, Symmetrie. Und dann können wir die Transitivität anwenden hier. Dann ist auch x kongruent a mod m mit der Transitivität von der Kongruenz und damit ist x in der Restklasse von a. Okay. Jetzt muss man aufpassen, ja, dass man nicht vergisst, noch die Rückrichtung zu machen. Wir haben jetzt zwei Teile gemacht, das waren aber beide Teile von der einen Richtung gewesen. Ne? Wir mussten hier die Konjunktion zeigen. Jetzt müssen wir die andere Richtung noch machen, darf man nicht vergessen hier. Alles klar. So. Die ist aber kurz, die machen wir noch schnell. Sei A gleich B, also die beiden Restklasse sind gleich. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass A kongruent B modulo M ist. Ich mache es mal kurz. A ist gleich B. Wir wissen, A ist in A. Das ist klar. Okay? Das ist logisch. Wenn A in der Restklasse von A ist und die Restklasse von A ist gleich der Restklasse von B, dann ist auch A in B. Die beiden Mengen sind ja gleich. Ja? Und wenn A in B ist, dann bedeutet das, dass A kongruent B modulo M ist. Fertig. Ach, das muss ich hinschreiben. Das machen wir nicht so hier auf Hessisch beweisen, sondern schreibt mir jetzt hin. Fertig. Das heißt jetzt aber eher fettig, ne? Fertig müssen wir sagen, hier fertig, da muss noch ein R rein. Das muss man so ganz leicht so, fertig. Ja? Nicht fettig, fettig ist eher heißen fettig, ne? Fertig, so.